Ja, und bei mir im Studio darf ich jetzt meine Kollegin Nina Coluini von der Krone TV-Redaktion begrüßen. Servus Nina, schön, dass du da hallo, bist. Ja, hallo Jana. Danke. Ja, eine erschütternde Dokumentation. Berühmteste Personen, die in der Doku zu Wort kommen. Eine davon ist der Drake Bell beispielsweise. Wir alle, also in unserem Alter kennt man diese Leute. Wir haben das so, das hat es eigentlich auf und ab gespielt, glaube ich. Genau. Was kann man denn sagen über diese Doku? Du hast sie bisher gesehen. Genau, es sind jetzt zwei Folgen der vierteiligen Doku eben schon draußen. Es reden sowohl Eltern als auch viele Schauspieler, die bei Zoe 101 zum Beispiel mitgemacht haben, bei iCarly, die Amanda Bynes Show. Die reden alle darüber, was eben in der Zeit zwischen 1990 und 2000 halt passiert ist bei Nickelodeon. Drake Bell ist einer der bekanntesten Schauspieler daraus, den kennt man aus Drake and Josh zum Beispiel. Und er berichtet halt davon, von seinem Dialogtrainer, dem Brian Peck. Ist niemandem jetzt sehr bekannt, muss ich zugeben, der ist halt im Hintergrund. Und er hat, also Brian Peck hat halt den Bell sehr manipuliert, würde man sagen. Seine Eltern haben sich scheiden lassen. Er hat ihm sehr viele Sachen eingeredet, dass sein Vater ihm nur das Geld stehen will. Und er hat auch dann seine Mutter überredet, dass der Drake Bell bei ihm sogar wohnen und übernachten darf. Und da sind dann die ersten Handlungen passiert mit sexuellem Missbrauch. Mhm. Es hat sehr lange gedauert, bis Drake dann sozusagen anonym vor Gericht gegangen ist. 2023 war es dann soweit und er wurde nur 16 Monate ins Gefängnis gebracht sozusagen. Er durfte danach, was ich sehr erschreckend finde, auch weiterarbeiten. Er war dann zum Beispiel, das kennen auch sehr viele bei Hotel Second Cody, zum Beispiel auch wieder als Dialogtrainer unterwegs. Gleiche Branche, gleiches Umfeld, was natürlich im Nachhinein Drake Bell sehr bedrückt, was auch in der Doku halt sagt, dass das sehr schlimm für ihn ist, dass er weiter mit Kindern arbeiten dürfte. Ja, Wahnsinn. Es melden sich sehr viele, ja, ich würde mal sagen Mitte 30-Jährige jetzt zu Wort, die damals eben Kinderstars waren. Und im Fokus dieser Doku steht auch Dan Schneider, der da quasi vor allem beschuldigt wird, aber auch sein Produktionsassistent Jason Handy wird in dieser Dokumentation beleuchtet. Wer ist jetzt aber Dan Schneider? Ja, Dan Schneider ist derjenige, der diese ganzen Shows kreiert hat. Also von iCarly bis Zoe 101, Drake and Josh, das sind alles seine Shows, die er auf den Markt gebracht hat und die er kreiert hat. Er war Produzent, er hat diese Sketches geschrieben, natürlich mit anderen Leuten auch noch, aber er war vor allem derjenige, der das alles in der Hand hatte. Und als Kind, wenn man diese Shows wahrscheinlich sieht, merkt man gar nicht, dass diese Witze vielleicht auch gar nicht angebracht sind für Kinder, die zu sagen. Da gibt es dann zum Beispiel ein Beispiel, was ich herausgesucht habe, von der Ariana Grande. Mhm. Kennt man, ist ein sehr großer Popstar, Weltstar eigentlich. Sie hat angefangen bei Victorious als Schauspielerin, hatte dann auch eine eigene Sendung, die hat geheißen Sam and Cat and Sam. Und vor allem aus der Sendung sind einige Beispiele, wo man sich denkt, also das ist eigentlich für ein Kind nicht angebracht. Sie musste sich auf ein Bett legen und hat sich Wasser über den Körper leeren müssen. Sie hat eine Kartoffel sehr unangebracht berührt. Also solche Dinge, wo du dir denkst, warum schreibe ich sowas als Witz? Und auch für sie war das, sie kommt zwar in der Doku jetzt persönlich nicht vor, aber ich denke mal auch für sie wird das sehr unangenehm gewesen sein. Und wenn wir vielleicht gleich bei der Jeanette McCurdy bleiben, die ist ja eben ihr Co-Star gewesen, die hat ein Buch rausgebracht, in dem geht es, ist eigentlich eine Biografie, geht vor allem viel um ihre Mutter und ihre toxische Beziehung zu ihrer Mutter. Sie redet aber auch von dem Creator, also sie nennt den Schneider gar nicht per Wort. Ich glaube, sie wollte ihn da jetzt nicht wo hineinziehen, aber jeder, der dieses Buch liest und ein bisschen was von Nickelodeon weiß, weiß auch, dass damit Dan Schneider gemeint ist. Und sie erzählt von ihm, was ich sehr spannend fand, dass er so zwei Gesichter hat. Also er ist sowohl dieser voll aufmunternde und sehr nette und in die Höhe lobende Mensch. Das heißt, wenn du was gut machst, dann bist du der King dort. Ja? Aber sie redet auch davon, dass er dieses zweite Gesicht hat, im Sinne von, er kann sehr verbal ausfällig werden. Er beschimpft dann Leute, feuert sechsjährige Kinder, weil sie den Text nicht konnten beim Rehearsal. Also sehr schlimm. Und sie hat dann gesagt, er hat ihr eine Show angeboten, eben diese Sam & Cat Show. Und er hat nur gesagt, ja, du kriegst diese Show, wenn du halt das machst, was ich sage und wenn du das tust, was ich von dir verlange. Und sie hat damals in dem Buch geschrieben, dass sie halt einfach nicht wollte, sie wollte ihn nicht unglücklich machen, sie wollte einfach nur, dass er glücklich ist mit ihr und hat natürlich dann alles getan, was er von ihr verlangt hat sozusagen, um diese Show zu bekommen. Also ja, sehr schlimme Situationen. Also man kann nur ahnen, was da jetzt alles in den nächsten Folgen dieser Doku noch aufkommen wird. Es
gibt ja auch sehr viel Videomaterial von ihm. Also wenn man da jetzt ein bisschen durchscrollt, ich habe beispielsweise ihn gesehen mit irgendeinem Kinderstar im Whirlpool sitzend. Genau, die Amanda Bynes ist das, ja, bei der Amanda Show. Das war so eine Rubrik, die generell öfters vorkam, dass sie eben in diesem Whirlpool im Bikini saß und dann aber angezogene Personen interviewt hat. Mhm. Auch einmal Dan Schneider, wo man sich halt im Nachhinein auch fragt, ob das notwendig gewesen wäre, ja, genau. Hat sich denn Schneider denn schon zu dieser Doku geäußert? Ja, es gibt ein YouTube-Interview-Video mit einem seiner, also der war Schauspieler auch bei ihm, bei iCarly, der interviewt ihn sozusagen und ich habe mir da ein paar Zitate rausgesucht, die ich sehr interessant fand. Er sagt dann zum Beispiel, ich stehe meinen vergangenen Verhaltensweisen gegenüber, von denen einige peinlich sind und die ich auch bereue, sagt er, und einigen Menschen schulde ich definitiv eine ziemlich starke Entschuldigung. Also er rudert da jetzt nicht wirklich zurück und er sagt auch, dass er Fehler begangen hat, hat auch dann erwähnt, dass er bei Wiederholungen, die jetzt noch gespielt werden, vielleicht sogar diese Witze rausnehmen möchte, weil er halt sagt, okay, die sind nicht mehr angebracht. So ganz glauben es ihn die Leute aber nicht im Internet. Also unter dem Video sind sehr viele Kommentare, die behaupten, dass es gestellt und unauthentisch ist. Es ist eben ein Kollege, Freund, alter Schauspielkollege von ihm, der dieses Interview führt mit ihm, wenig kritische Fragen. Ja, also man glaubt Dan Schneider nicht ganz, dass er da jetzt wirklich, dass ihm das leid tut. Mhm. Vor allem, weil man schon länger von diesen Vorwürfen weiß und er eigentlich das immer unter den Tisch kehren wollte und halt jetzt, ja, was sagen musste bei der Doku, finde ich. Also ja. Ja, es ist angesichts natürlich der ganzen MeToo-Debatte, wie das Ganze begonnen hat, natürlich auch Harvey Weinstein, auch bei uns in Österreich hat man das Gefühl, es wird jetzt sehr vieles an die Oberfläche geschwappt. Das ist ein Phänomen in den USA, aber auch irgendwie bei uns, wo das Gott sei Dank jetzt irgendwie langsam mal ans Licht kommt. Da gab es ja erst vor kurzem noch eine deutsche Doku über die Theaterszene, über die Schauspielerszene. Genau. Finde ich sehr spannend. Denkst du, persönlich, Nina, du bist ja auch immer wieder mit solchen Themen bei uns in der Redaktion beschäftigt, dass sich hier in nächster Zeit noch einiges tun wird? Ich glaube schon. Ich finde, das Nickelodeon ist sehr lang her eigentlich, wenn man bedenkt, 2000er, 2003, dass es alles darum passiert. Und jetzt, 2024, kommt das erst raus. Aber sowas braucht seine Zeit. Und ich finde es gut, dass jetzt darüber geredet wird, weil ich finde, die Doku ist jetzt nicht nur ein, okay, da wurden Kinder missbraucht, sondern ich finde, es zeigt voll, dass einfach Kinderstars unter was für einem Druck die leiden, was das für aber Umstände sind. Aber trotzdem in die Kamera lächeln, das ist genau, das in diese Kamera lächeln. Ich meine, ich habe diese Sendungen rauf und runter geschaut, ich fand die voll lustig, ich habe diese Schauspieler toll gefunden, ich fand das, also waren Idole für mich sozusagen. Und dann, Kinder, genau, und dann so eine Doku zu sehen, wo ich auch sagen muss, also ist sicherlich nicht für jeden was, weil sie sehr herzzerreißend und sehr arg zum Anschauen ist, aber dann diese Doku zu sehen und zu wissen, was eigentlich hinter der Kamera passiert, ist heftig, finde ich. Gehört aber halt natürlich einfach raus an die Öffentlichkeit, weil man muss einfach verhindern, dass Kinder, Jugendliche, waren auch schon 16, 17, einfach in so einem Umfeld arbeiten müssen und eigentlich nach außen hin nicht lächeln. Und wie du sagst, bei uns kommt sie auch raus. Und ich finde, dass da wirklich mehr Arbeit geleistet werden muss, dass sowas einfach nicht mehr passiert. Peu à peu kommt es ans Licht, würde ich mal sagen. Dankeschön, Nina Colini, danke für deine Zeit. Danke, dass ich da sein durfte.